Nun, das hier wirkt, als wärt ihr irgendwie in Dinge verwickelt und könntet zahlen. Also ich Seid bin ihr? überhaupt gar nichts verwickelt, ich bin nur zufälligerweise heute hier gewesen, aber ich kann zahlen. Dann geht es uns ja ganz ähnlich. Zufällig bin ich quasi auch hier und irgendwie darin verwickelt. Und dann zahlt mir so viel, wie du zahlen kannst, Teferi. Aua, schluckt einmal schwer. Moment. Wollt ihr gerade von mir alles, was ich habe, dafür, dass ihr in dieser Sache tätig bleibt? Nun, ich nehme auch gerne 20 Dukaten am Tag, wenn ich das bekomme. Ich weiß nicht genau, was angemessen ist und was du zahlen kannst, aber wenn du Also mich für 20 Dukaten bezahlst, werde ich alles tun, um. normalerweise für einen Söldner zahlt man 2 Silber am Tag. Für einen Ich bin Zauberer zahlt kein man vielleicht normaler. 2 Goldstücke am Tag. Wollen wir uns irgendwo in der. Achso, 1H1 habe ich euch schon gegeben. Alles klar, ihr seid ein Superzauberer. Ihr seid ein schattenläufender Assassinen-Mörder-Elf. Ich erkenne Nichts es schon. davon habe ich behauptet, Genau, aber aber ich. Der Zauberer tut sich selbst an der Nase reiben und zwinkert an Doriel einfach zu. Also machen wir 5er. Hi, Gut, dann darauf gebe kann ich ich euch mich noch sehr 4. gut einigen. Er gibt noch 4 Dukaten ab. Gut, So. und ich werde alles tun, was. Ja, wartet mal. Wir sind sicher heute noch nicht fertig. Das wird sicher morgen nochmal gehen. Er gibt dir nochmal 5. So, und dann sind wir erstmal für heute Morgen durch. So. Ihr habt zu viel Geld, mein Herr. Wie soll ich euch ansprechen? Dachte ich doch schon. Teferi ist mein Name. Und soll ich dich duzen oder soll ich ihr zu euch sein? Ihr dürft mich gerne duzen, wenn ihr das mögt. Mir ist das Hi, dann egal. machen wir das. Ausgezeichnet. Ist es euch recht, falls ich euch weiter hieze? Es ist mir relativ egal, auch wenn es manchmal irritierend ist. Weiß das, ich verstehe das, aber bei mir sitzt die Erziehung tief. Ich bin damit, Menschen zu duzen. Dafür müsste ich erst mit jemandem im Bett gelegen haben. Das müsste extra gezahlt werden. Keine Sorge. Das könnt ihr dann später begleichen. Andorra schüttelt ein wenig mit dem Kopf. Also, da waren andere Leute, mit denen wart ihr im Pentagon-Tempel. Was tun die als nächstes? Wie schließen wir zu denen auf und tun es mit denen zusammen? Die gehen in die Stadt des Lichts und suchen diese Frau. Und ich weiß, wo sie hingehen. Und wenn wir uns eilen, dann Ausgezeichnet. sollte ich Passt euch auf, tragen. zur Stadt des Lichts braucht ihr fast eine Stunde, ja, einmal quer durch die Stadt. Ich werde unterwegs einen kleinen Abstecher machen. Ich würde gern zum Vulkan am Schlund, um die Kästchen hier zu entsorgen, dieses kleine Koschbasaltkästchen hoch. Und dann treffen wir uns vor der Stadt des Lichts, ja? Braucht keine Stunde. Ihr braucht keine Stunde, einmal quer durch Garret durch. Hi. Naja, okay, also jedenfalls, ich brauche 5 Minuten. Wir sehen uns vor der Stadt des Lichts. Ich werde vor euch da sein. Warum nehmt ihr mich nicht mit? Weil das anstrengend wäre, sagt der Zauberer. Und außerdem habe ich euch für eure Zeit schon bezahlt. Nun gut. Er steckt das Kästchen ein, verschränkt die Arme vor der Brust und murmelt: Per limbus ita faciam, per asperat astra, transversalis teleport, trage mich an fernen Ort. Er transversalisiert sich einmal zum Vulkan im Ingrims oder so. Andorre macht ein paar Schritte zurück, beobachtet das aber sehr interessiert. Ja. Dann sich nochmal kurz hier im Keller umschauen und vielleicht noch eines der Tagebücher mitnehmen. Und dann draußen los. Ja, mit einem grauen Limbussen wabern verschwindet der merkwürdige, doch recht dürre Gesell vor dir. Hast du schon mal vom Schlund gehört? Andoriel Ja, oder? du, genau. Andoriel nicht, ich schon. Gut. Ja, wo auch immer dieser Schlund liegen soll, vielleicht in der Nähe von Gareth, zumindest kannst du dann die restlichen ja, zusammengetragenen Tagebücher, das, was dann Meister Teferi zurückgelassen hat, mitnehmen. Und so brichst du auf, so schnell dich deine Beine tragen. Derweil woanders, einige Meilen entfernt, blubberte die Lava. Du kannst wohl sehen und spüren, wie die Hitze dir entgegenwallt. Ganz anderes Klima als in Gareth vorherrschte. Du kannst wohl sehen, wie neben dir an so einem großen Lavafluss beobachtet wohl gerade jemand das fließende Metall, ein Zwerg, der dort wohl grummelig steht und dich dann anblickt.
Der Zauberer schaut zu ihm runter. Hey, Meister Zwerg. Was tut der hier? Ich war dort vor 10.000 Jahren, als der Geist der Menschheit versagte. Isildur, werft es ins Feuer, sagt der Zauberer und wirft das Kostbarsaltkästchen in die Lava. Das war's auch schon. Dankeschön. Der Zauberer winkt und murmelt noch einmal denselben Zauber und ist wieder verschwunden. Gut, dann bekommst du bitte 2W20 Ausdauerschaden. Nee, das wird reduziert um die Sternchen. Um die Sternchen dann des Guardianum? Nein, das wird reduziert um die Sternchen des Transversalis und ein Guardianum kann zusätzlich dann das, was übrig bleibt, abfangen. Genau, das heißt, du bekommst 1W20 minus 18. Genau. Müssen wir doch nicht würfeln. Zweimal würfeln. Ja, nee, brauchen wir nicht. Reicht, alles klar. Gut, dann ploppst auch du wieder auf der anderen Seite von Gareth auf und weißt, dass du höchstwahrscheinlich noch die nächsten 50 Minuten auf deinen Leibwächter warten musst, bis er dann irgendwann auftaucht. Und während du dort wartest, kannst du wohl erkennen, wie ja, ein Schwarzmagier, ein Eismagier und ein ja, Falk, der merkwürdige, brummlige, ja, was war er, Steiner, auf dich zukommen. Jetzt möchte ich aber kurz wissen, wie lange ich ungefähr brauche, weil ein Doriel ist wirklich schnell und erkennt sich einigermaßen gut in Gareth aus. Also wenn du Häuserläufer bist, dann brauchst du, dann brauchst du so 40 Minuten oder so. Es ist halt wirklich, also das Problem ist, dass Gareth einfach immer voll ist und die Straßen verstopft sind. Und Häuserläufer sind schneller, das funktioniert zwar, aber so 40 Minuten, das ist schon wirklich schnell. Ja, du hast halt Luftlinie, musst du halt Luftlinie 4 Kilometer zurücklegen, ne? Ja, genau. Also Andoriel kann mit Movimento ohne große Probleme sehr, sehr schnell und sehr, sehr ausdauernd laufen. Okay, wenn du Movimento mir würfelst, dann würde ich dich dann auch nach 20 Minuten ankommen lassen, wenn du dann im Dauersprint bist. Das ist okay. Genau, im Dauersprint über die Dächer, mit dem Wind in den Haaren. Genau, irgendwelche Abgründe überspringen, die für normale Menschen eben nicht möglich sind, dann bist du natürlich auch wesentlich schneller, gerade eben über dem Häuserlauf, aber Movimento will ich da schon sehen. Den kriegst du auch sehr gerne. Gut. Ist, genau, eine Melodie wird gespielt, oben auf einem Dachgiebel sitzend, die Flöte spielt eine Melodie der Reise und kurze Zeit später eilt der Elf über die Dächer, springt und es wirkt fast, als würde er fliegen, wenn der Mantel ein wenig ballt. Schnell, schnell, schnell eilt er über die Dächer des Garetischen. Ja, währenddessen können, wie gesagt, die anderen eintreffen und erkennen dort diesen merkwürdigen Magier von seltsamer Konstitution, den ihr vor ein paar Minuten schon gesehen hattet. War der nicht vorhin auf der anderen Seite der Stadt? Ja, der Zauberer lehnt dort, er bemerkt euch gar nicht, sondern er schreibt gerade in einem Tagebuch offensichtlich. Er hat sich auf der Straße oder an der Seite unter dem sprechenden Greifen, der ja gegenüber irgendwie steht, hat sich's gemütlich gemacht. Hat dort zwei Bücher vor sich ausgebreitet, hat Federkiel und Tinte ausgepackt und ist frenetisch am Dribbeln. Kennt ihr diesen dort? Vor knapp einer Stunde kennengelernt. Also, nein. Schon mal Kasiman? Kennt ihr ihn? Vom Sehen. Er war erst mit einem Preiusgeweihten an diesem Ort eingetroffen, an dem wir den werten Herren befreit haben. Danach. Und da er ein Magier ist, mit Blick in Richtung Falk, stehen ihm offenbar andere Möglichkeiten der Reise zur Verfügung. Über welche kann man nur spekulieren? Manchmal ist zu Fuß besser. Nun gut. Aber passt auf, er redet sehr viel und sehr gerne und sehr schnell. Also Abelmir, was dir auf alle Fälle auffällt an dieser merkwürdigen Person, ist, dass er eine Quanjone am Revers trägt. Damit muss er einer der Auserwählten sein. Ich vermute, meine ganze Gruppe tritt auf ihn zu und... Hallo. Hallo? Der Zauberer schaut hoch von seinen Notizen, schaut dann zu Falk. Ihr wart vorhin aus dem Haus der schwarzen Sonne rausgekommen. Ihr sollt vielleicht erstmal in die Formalitäten rein. Wer seid ihr? Augenblick. Der Zauberer packt sich den Federkiel zwischen die Zähne, schraubt seinen Tintenfest hinzu, legt den Federkiel zur Seite, zeigt die Hand Innenfläche seiner rechten Hand und spricht Magus Probatus Sum. Wir sind Magister Extraordinarius Veatorius Teferi von Belhanga. Ich war zufällig vorhin am Pilgerplatz, als ihr aus dem Haus rauskamt.
Und hab das Haus durchsucht. Habt ihr etwas gefunden? Ja, unter anderem ein Koschbasaltkästchen mit einer Kette drumrum, mit einem dämonischen Opferdolch aus Wolfsstall drin. Die habe ich schon im Schlund entsorgt. Außerdem diverse Tagebücher. Die Anführung des Kultes ist wohl eine Verwandte des späten Bürgermeisters Carfank. Und mit dem Tagebuch, sagt der Zauberer, und tut das eine von den drei Büchern, die er vor sich liegen hat, hochheben, wird es wohl ein leichtes sein, sie ausfindig zu machen. Ich kenne da jemanden, sagt er. Ihr habt also Beweismittel vernichtet, sagt ihr. Nein. Ich habe die Welt das befreit. Kann man auch so sehen. Ich habe die Welt befreit von einem gefährlichen Stück dämonischer Machart und habe das Beweismittel, das Tagebuch, hoch gesichert. Ja. Er stammt von der. Von dieser Carfink. Ja. Und dort steht dort, dass sie diesen Mord begangen hat. Da stehen diverse Dinge drin. Habe ich nicht gefragt. Steht dort etwas Belastbares drin? Moment, dort stehen diverse Dinge drin. Zum Beispiel steht dort drin, sagt der Zauberer, nachdem er sich eben nach dem Vorwurf gefasst hat. Zum Beispiel steht dort drin, dass. Das Koschbasaltkästchen mit dem Wolfstalldolch in der Dämonenbrache in Kolakai gefunden worden war. Außerdem stand dort drin, dass der Plan der Verschwörer wohl lautete, Goswin von Wetterau, der ein Nachkomme von einem Priorsheiligen war, der mir im Augenblick gerade entfällt. Heiligen St. Urwilmar, genau. Sie wollten ihn zu Tode foltern und wollten dann eine Gruppe von Bekennern innerhalb des Stadtes Lichtes in um die Gebeine des zu Tode gefolterten Goswin von Wetterau in die Stadt des Lichts zu bringen. Aber, so, und das war der Plan, in einer Kanope mit den Gebeinen des zu Tode gefolterten Goswin von Wetterau hätte drin gesteckt eine große, mehrgehörnte, dämonische Entität. Konnte das nicht übersetzen, ihr müsst wissen, ich habe Zayat nicht belegt, Dämonologie ist nicht mein Metier. Er blättert phönizisches Tagebuch durch. Das hier sieht für mich aus wie Schatten, das hier vom Henker. Das hier ist der Name des Herrn der Rache. Ich würde denken, dass es sich dabei um den Henker-Schatten vom Herrn der Rache oder so etwas handelt. Aber mein Zayat ist, wie gesagt, schlecht. Ihr gestattet? Ich halte meine Hand hin. Der Zauber. Aber ihr habt euch noch gar nicht vorgestellt, erklärt der alte Magister. Abelmir Jamorines, sehr erfreut. Okay. Nun, ihr habt euch also Zugang zu einem Tatort verschafft, Beweismittel vernichtet und, ja, Beweismittel entwendet. Fasst ihr das richtig zusammen? Der Zauberer lacht ein bisschen, aber es sieht so aus, als ob das Lachen gerade ein bisschen kalt geworden ist. Mir gefällt der Ton, in dem er das sagt, nicht so ganz. Und dann Doriel kommt angerannt und bleibt mit schnellen Schritten bei euch stehen. Ja, er kann in dem Moment gerade noch hören, wie Kasim relativ trocken in Richtung Abelmir sagt, das klingt ein bisschen wie die Geschichten aus Perikum. Oh ja, alte Geschichten, alte Zöpfe. Nun, das sollen andere richten. Ihr werdet euch dafür sicherlich verantworten müssen, aber nicht von mir. Nun, wir waren auf dem Weg in die Stadt des Lichts. Wollt ihr uns begleiten? Der Zauberer Teferi, lächelt über beide Ohren. Ist wirklich schneller gewesen als ich. Das tut mir leid, es waren quasi nur zwei Schritte für mich. Ihr seid auf magischen Wege hier hereingekommen? Ja, wir sind ja noch außerhalb der Stadt des Lichts. Ich wäre wohl nicht ausreichend frech genug, mich in die Stadt des Lichts zu transversalisieren. Das macht momentan keinen Unterschied. Nun, ach so! Der Zauberer wird hellhörig. Ich verdrehe nur die Augen. Naja. Nun ja, belassen wir es dabei. Ich habe noch ein paar Bücher mitgebracht. Ich dachte, die wären vielleicht noch nützlich aus dem Keller. Was? Ja, was? So habe ich die nicht gefunden? Na, da lagen doch noch mehr. Ich dachte, die wären vielleicht nützlich für uns. Oder dich. Na, dann zeig's mal her, was sind denn das für Bücher? Die du schon. Da lagen doch so viele. Und Dora wird die Botentasche öffnen und noch die weiteren Bücher, die du dort gefunden hattest, neben den Tagebüchern, zeigen. Ja. Herausragend. Die hattest du alle schon durchgelesen. Das ist, Andoriel? Ja,
Eure Mitarbeit ist unersetzlich. Wisset, dass ihr wertgeschätzt seid. Ich werde ja auch bezahlt. Nun, dann habt ihr euch schon kennengelernt. Oh ja. Ja, ich hatte das Vergnügen mit dem Inquisitor Jamorenes. Nein, ich bin kein Inquisitor. Natürlich nicht, der Zauberer zwinkert ihm zu. Das ist ein anderer. Ja, ich kenne manchen. Kommen wir zum Punkt. Wir sind hier, um Alyssa Carfeng zu suchen, zu fangen und falls sie sich dem widersetzt, ihrem Herrn zu schicken. Ja. Das heißt, wir töten sie, ja? Falls sie sich widersetzt. Davon ist mir an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszugehen, aber... Also versuchen wir sie dann, das Leben zu erwischen oder bringen wir sie um? Wenn sie sich wehrt... Des Herrn Nandus mag ich dazu anregen, dass jede Seele es wert ist, gerettet zu werden und nur als allerletzte, im allerhöchsten Fall der Notwendigkeit, irgendein Leben zu Tod werden sollte. Wenn es irgendwie möglich ist, wäre es gut an Duriel, falls ihr es schaffen würdet, die Frau lebendig zu fangen und auch alle ihre Begleiter, auf dass wir ihre Seelen erlösen können. Warum sagen die Geweihten immer das? Man kann sie nicht retten. Sie sind verloren. Die Züge des Zauberers, der sonst immer so freundlich lächelt, versteinern ein bisschen und seine Augen wirken noch ein bisschen kälter, als er zu Abel mir herüberschaut. Es gefällt der Ton, indem er das sagt, noch viel weniger als eben noch vorhin. Es spielt keine Rolle, ob man sie retten kann oder nicht. Wenn wir es nicht versuchen, sind wir kaum besser als sie selbst. Entweder jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden, und jede Seele ist es wert, dass wir versuchen, sie zu retten, oder keine einzige ist es. Ich denke, eine Melodie, auch wenn sie verzerrt ist, kann auch wieder schön werden. Und wir sollten es versuchen. Das ist die wunderbare elfische Sichtweise. Wenn ich zwei retten kann, indem ich einen töte, dann werde ich das tun. Aber diese Frage stellt sich erst dann, wenn wir in dieser Situation sind. Und dort müssen wir erst hinkommen. Also, wie finden wir sie? Ich dachte, ihr wolltet erst in der Stadt des Lichts Bericht erstatten, fragt der Zauberer. Ich kann sie finden. Kasim, du sagtest doch, dass sie dort drin wäre, oder nicht? Wir haben sie dort zuletzt gesehen, vor... Kasim schaut in Richtung Sonnenstand. Mindestens 3, eher 4 Stundengläsern. Und sie ist eine Priesterin des Priors? War sie eine Priesterin? Jetzt frage ich den Spieler da. Oder war sie eine... Nee, sie war... Sie wäre Alyssa Carfeng? Ja. Alyssa Carfeng war eine Person, die innerhalb der Stadt des Lichts mit einem Schleier herumlief und so tat, als würde der Laden ihr gehören. Aber sie hatte keine Insignien einer Geweihten. Nein. Wenn, war sie nur eine Akolotin und sie trug keine Insignien, um sie als Geweihte zu identifizieren. Mir geht es darum, wer sie schützt. Wenn wir dorthin gehen und die... Geweihten sind auf ihrer Seite, wird das eine ganz andere Geschichte, als wenn sie von diesen selbst gesucht wird. Vielleicht sollten wir euren Auftraggeber aufsuchen, der euch auf diese Quest geschickt hat. Gut, ich denke, wenn wir ihn überzeugen, dann werden wir mit seinem Wort jeden überzeugen und sei es der Bote des Lichts. Kasim läuft los. Greift sich währenddessen an diese Seilkordel, die um den Gürtel trägt. Die verwandelt sich daraufhin relativ fix in einen Magierstab, weil, ne? Statt des Lichts, standesgemäß, tralala. Und läuft in Richtung Eingang. Hier, euer Buch. Ich reiche ihm das Buch wieder zurück. Der Zauberer steht auf, sagt, ich muss nur kurz meine Sachen sortieren. Geht schon mal 2 Meter vor, ich werde sofort hinter euch sein. Natürlich. Und ich warte, Feri. Ja, geht doch einfach schon mal mit. Hi. Belanka. Müsst du ein leises Flüstern? Andoria. Die legen sie, vom Gefühl her legen die sich bald um, wenn die länger miteinander reden. Ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint, oder? Was sollen sie denn tun, sich mit ihren dünnen Ärmchen gegenseitig aufreigen? Ein leicht zweifelnder Blick. Ich glaube nicht, aber ich kenne keinen von den dreien sonderlich gut. Ich weiß nur, dass einer mich bezahlt, dafür, dass ich ihn beschütze. Wir schaffen das schon. Wie ist deine Verpflichtung in dieser Sache? Ich bin hier so reingestolpert. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher.
kenne ich irgendwie. Kommst du aus der Stadt? Ja, gerade wieder angekommen. Ah, ich war auch lange auf Reisen. Habe hier einige Jahre gelebt. Die schönste Stadt der Welt. Zumindest einzigartig. Und auf den Dächern zu sein und über sie zu rennen, kann man in keiner anderen Stadt. Nicht so. Leicht prustend holt der Zauberer von hinten zu euch auf. So. ich musste nur kurz was erledigen noch. Wenn ich dich tragen soll, sag Bescheid. Das ist so lieb von euch, Andoriel. Aber ich habe euch als Kämpfer angestellt und ich mag euch nicht noch als Lastenträger bezahlen müssen. Ich hatte schon gehofft, dass ich extra Geld bekommen kann. Der Zauberer lacht. Na dann, wo sind die anderen hin? Habt ihr das gesehen? Ja, war gerade also, kurz. Kasim läuft vielleicht 10 Meter weiter jetzt einfach schon die Straße in Richtung Rittertor der Stadt des Lichts. Ich weiß nicht, ich glaube, Abelmir war ihm gefolgt. Auf jeden Fall. Ja, ja. Der alte Magister ist direkt hinten dran. Ja, bevor man da reinkommt, schaut Kasim während dem Laufen kurz zu Abelmir. Ihr seid einer der Gefährten von Yalan, oder? Ja, ich war es. Ihr habt von seinem Schicksal gehört? Was ist passiert? Die Kurzfassung. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und nicht der richtige Ort hier auf den Straßen, aber er ist von uns gegangen. Ist er im Kampf gegen das Böse gefallen? Nun, er ist nicht gefallen in dem Sinne. Er ging zu seinem Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber... Es ist ein Ende, das seiner würdig ist. Ja, er hat es bestimmt so gewollt, aber... Ich vermisse diesen Schweinhund trotzdem. Man mag es kaum glauben, aber ja, man kann ihn vermissen. Er verfolgt noch das gleiche Ziel. Die Vernichtung der blutigen See. Immer noch und mit wachsender Verdruss. Es tauchen immer neue Gegner auf und Gefahren aus fernen Äonen und ich weiß. Vielleicht in einer Ruinstunde. Nein, darum geht es nicht. Ich werde euch meine Aufzeichnungen mitgeben zu elementarer Schadensmagie, die auf Eis basiert. Sie erreicht gegen dämonisches Unholz eine ungeahnte Wirkungskraft. Außerdem eine von mir und Magistra Grittenraudups entwickelte Prototyp-Thesis für das Stabritual, um den Stab in ein Eisschwert statt ein Flammenschwert zu verwandeln. Interessant. Es ist uns, eure Hilfe ist uns jederzeit willkommen. Und nun ja, ich denke, Boltax, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder nicht, wird sich freuen, darüber zu hören. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe einen seiner Freunde in Hexe Schwittmanns Hus kennengelernt. Ein gemütlicher Herr. Oh, seine Freunde sind sehr, sehr seltsam. Das haben Geoden meistens an sich. Ja, das macht wohl ihre Verbindung. Ihr Werdegang wohl her. Sagt, traut ihr diesen merkwürdigen Belhanka? Naja. Er hat das dämonische Artefakt und dem einen Ort entsorgt, der vermutlich selbst Dinge, die von Borbarat selbst geschaffen wurden, vernichten kann. Er weiß definitiv, was er tut. Wenn er so schnell war, dann weiß er definitiv, wie er dahin kommt. Außerdem hat er uns all das gegeben bzw. gezeigt. Ich gehe nicht davon aus, dass er uns jetzt hintergehen wird. Ja, interessant, nicht wahr? Kennt ihn erst seit einer Stunde, nicht wahr? Und nun ja, er geht einfach so zum Tatort und vernichtet Beweise. Ich glaube nicht, dass es ein Beweis gewesen wäre, für irgendetwas irgendwie hätte nützlich sein können. Wir wissen nicht, was er getan hat dort unten.
Er hat ein dämonisches Artefakt vernichtet. Das hat er. Das. Ja. Habt ihr es gesehen? Nein, aber er hat uns die Quelle gezeigt, wo er diese Information her hat. Na gut. Nun, lass uns. Lass uns andere Ideen kommen. Außerdem hat der Praios-Geweihte, der ihn zum Tatort geleitet hat, ihm offenbar vertraut. Was bei einem Magier ein enormer Vertrauensvorschuss ist. Gerade ihr solltet das wissen. Da mögt ihr wohl recht haben. Ich werde auf meine alten Tage wohl etwas paranoid.